Guten Morgen miteinander aus der schönen Oberpfalz. Heute nehme ich euch mal mit auf Schwammerltour. Da haben wir den flachen Lackpoling. Einer der Halbhölze. Auch Malerpölz genannt. Und da haben wir die Dead Man's Fingers. Eine Holzkeulenart. Die Finger des toten Mannes kommen aus der Erde. Wow. Das ist geil. Und da haben wir die erste Käppchenmachel. Es macht halt weiter. Die haben da fast schon durch die Käppchen machen. Ich pirsch mal weiter. Mistviecher. Rotrandiger Baumschwamm. Schöner Brummer. Der Hund jetzt über die überklatscht. Er hat das Hütchen schon verloren, schaut's einmal. Und die gerutscht. Jetzt zeig ich mal das an. Volle Monster. Ich zeig mal diesen Monster da an. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Wow.
Da hat die fette Schnecken auch noch sehen. So, und noch der Blick ins Körbchen. Wollte euch noch was zeigen. Da sieht man nämlich wunderbar den genatterten Stiel, den die Käppchenmorcheln entwickeln, wenn sie größer werden. Erfolgreiche Tour. Für euch, bis zum nächsten Mal. Mal, was da kommt. Gehört auch zu die Halbhölze. Ist der lila Rötterritterling. Ganz frisch. Und gar nicht wenig. So, und nochmal Spitzmorcheln. Weiter übersehen. Schon angefressen. Und das Spitzmorchelkörbchen. Cool. Mal der klassische Platz für Speisemorcheln. Da steht's. Ja, also da wird es schon schwierig, morcheltechnisch was zu finden.
bei so einem Hauchenbewuchs. Vegetation explodiert schon. Und da ist sehr viel altes Gras, da kann man es kaum durch. Aber schön ist da. Klassische Morchelplatz in Gewässernähe bei Eschen. Pestwurz ist ein Morchelanzeiger. Aber der Platz, da finde ich jedes Jahr eine und die darf stehen bleiben. So, jetzt muss ich das nochmal berichtigen. Das sind nämlich keine Käppchenmorcheln, sondern böhmische Werpeln. Mein Erstfund und ich merke es nicht, ich depp. Weil der innen teilweise schon so ausgefressen worden, dass der Stiel hohl ausgeschaut hat. Aber die Käppchen sind ganz oben angewachsen. Stiel wattiert und gekammert. Böhmische Werpe. Ich freue mich gerade wie ein Schnitzel. Na dann, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Pfiat euch!